Hi, wenn ich Probleme mit dem Auge habe, gehe ich auch nicht zum Orthopäden, oder? Was es mit dem Spruch auf sich hat, dazu mehr nach dem Intro. Feuer frei! Immer wieder habe ich mit Kollegen die Diskussion, okay, ich muss anders anfangen. Ich persönlich bin der Meinung, man sollte sich auf irgendwas spezialisieren. Man sucht sich eine Nische. Beispielsweise machen wir es ganz einfach, Hochzeitsfilme. Okay, jetzt bin ich spezialisiert auf Hochzeitsfilme. Jetzt kann ich aber selbst in dieser Nische mir noch eine Nische suchen. Beispielsweise mache ich nur türkische Hochzeiten als Beispiel. Oder nur Hochzeiten Ü30, Ü40, wie auch immer. Ihr merkt schon, da ist viel Potenzial, sich selbst in einer Nische nochmal eine Unternische zu suchen und sich da wirklich drauf zu spezialisieren. Das macht in meinen Augen nur Sinn, denn da kommt jetzt wieder dieser kluge Spruch, wenn ich ein Problem mit dem Auge habe, gehe ich auch nicht zum Orthopäden. Dann gehe ich zum Augenarzt, ja, weil der sich irgendwann aufs Auge spezialisiert hat. Und so ist es ja bei allem anderen auch. Ja, wenn ich jetzt eine türkische Hochzeit feiere und ich sehe, jemand hat sich auf türkische Hochzeiten spezialisiert, dann ist er ja wohl der Bro, was das alles angeht. Ja, der müsste sich ja dann wirklich damit auskennen. Wen willst du lieber? Den wirklichen Profi, wenn es darauf ankommt? Oder willst du den Allrounder, der halt mal eine Hochzeit gemacht hat, aber eigentlich auch Produktfilme macht und eigentlich macht er aber auch noch irgendwas? Ja? Also du merkst schon, es macht viel mehr Sinn zu sagen, das kann ich richtig gut, alles andere mache ich gern, wenn es reinkommt, aber das akquiriere ich auch gar nicht erst. Also es spart dir auch eine Menge Zeit, am Ende zu sagen, hey, ich fokussiere mich wirklich auf diesen Bereich und akquiriere auch nur diesen Bereich. Das ist wie wenn der Jäger im Wald ist, ja, dann hat er ja auch sein, das ist jetzt ein makaberes Beispiel, aber er hat jetzt auch sein Zielfernrohr und visiert ein Tier an, das er dann trifft. Er schießt nicht mit auf Schrotflinte in den Wald und hofft, dass er was trifft. Viele Metaphern, ich weiß, aber das verdeutlicht ein bisschen die Situation, die viele nicht wirklich dahinter verstehen, sage ich mal. Also wie gesagt, in meinen Augen ist es eben wichtig zu sagen, ich kann das und das kann ich gut. Alles andere mache ich gern, wenn ich angefragt werde, kann man gern darüber sprechen. Aber ich konzentriere mich da gar nicht drauf. Ja, wenn jetzt einer sagt, hey, kannst du mir nicht doch irgendwie einen Produktfilm machen? Okay, können wir drüber reden. Aber eigentlich mache ich türkische Hochzeit. Dann brauche ich auch nur das Equipment eigentlich da dafür. Ja, für jetzt einen Produktfilm brauche ich zum Beispiel komplett andere Beleuchtung. Ja, da muss ich wieder viel mehr Geld investieren, um in allen Bereichen gut aufgestellt zu sein. Und so kann ich wirklich sagen, ich brauche das, 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 dann bin ich in meinem Bereich gut aufgestellt, kann dort Vollgas geben. Die wichtigsten Argumente dahinter, sage ich mal, also du sparst dir Zeit, indem du nicht mit der Schrotflinte rumlaufen musst und hoffen, dass du was triffst. Du sparst Geld, indem du dich wirklich auf einen Bereich spezialisierst und da sagst, okay, da habe ich alles, das funktioniert, da bin ich gut drin. Die Leute kommen eher zu dir und sagen, hey, ich will den Spezialisten. Das heißt, du bist auch ganz anders auf dem Markt positioniert. Das heißt, du kannst auch ganz anders in Verhandlungen gehen und sagen, ja, okay, ich bin der Profi da drin. Du kannst jetzt auch den Amateur holen, der macht es dir natürlich günstiger, aber macht er es auch so gut? Also das ist immer so der Punkt. Versuch irgendwie eine Nische zu finden, wo du denkst, yo, da starte ich durch, da gehe ich rein. Und dann versuch, in dieser Nische noch eine Unternische zu finden. Ja, bei Produktfilmen ist es ja ähnlich. Ja, Produkte, ja, alles ist irgendwie Produkte. Ja. Aber mache ich jetzt zum Beispiel nur Beauty-Artikel? Oder mache ich nur Fitness-Artikel? Oder mache ich nur Elektronik-Artikel? Spezialisiere ich mich da nochmal auf einen Bereich speziell zum Beispiel? Das ist so ein bisschen was, wo ich als Denkanstoß mitgeben will. Achte da ein bisschen drauf. Es macht vor allem dir das Leben viel, viel einfacher, wenn du dich auf einen Bereich konzentrierst und da bleibst. Was meinst du zu dem Thema? Lass es mich wissen in den Kommentaren. Machst du es vielleicht sogar schon so? Denkst du dir, ja, eigentlich hat er ja recht, was er sagt. Oder denkst du dir, völliger Quatsch, ich muss überall gut aufgestellt sein, ich muss alles anbieten können. Was ist deine Meinung? Lass es mich mal wissen, würde mich interessieren. Mich würde es jetzt freuen, wenn du noch ein weiteres Video von mir hier oben anschaust und mir hier unten ein Abo da lässt, dann verpasst du nichts mehr. Und bis dahin, mach's gut. Dein Barney. Hau rein. Ciao.